In Windows Explorer Ordner machen. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich öffne hier Windows Explorer, gehe zu Dokumente und diese Ordner habe ja gar nicht ich gemacht und das sind meine Dokumente. Ja, es gibt Programme, die erstellen einfach keck bei den Dokumenten eigene Ordner und das nervt und verunsichert. Also habe ich hier selber einen Ordner gemacht, der ist unverfänglich. Das ist mein Ordner, da steht Birmins Dateien und hier drin sind meine Dateien. Machen Sie viele Ordner, Unterordner. Ich würde mal sagen, wenn Sie mehr als drei Dateien zu einem Thema haben, machen Sie wieder einen Ordner und stellen Sie diesen Ordner wieder in einen Ordner. Wie geht das? Früher machte man das so, ich mache einen Rechtsklick, neu, fehlt. Weitere Optionen, neu, fehlt auch. Ja, wenn Sie auf eine Datei einen Rechtsklick machen, erscheint das Angebot neu nicht mehr, aber hier im leeren Bereich, da erscheint es noch, neu, und hier wähle ich Ordner. Und sofort ist hier der neue Ordner erschienen und ich könnte den benennen. Schneller ging's in Windows 10, da hatte man hier in der Werkzeugleiste das Werkzeug neu für neuen Ordner erstellen. Jetzt in Windows 11 ist es hier drin bei neu Ordner. Das geht ja auch ziemlich schnell. Aber am allerschnellsten geht es mit Ctrl Shift N für neu und hier unten ist der neue Ordner erschienen. Also wer das oft machen muss, lohnt sich das. Das war's.